Hallo liebe Wassermannfrau, lieber Wassermannmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 10. bis 12. April aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung, den Link zu deiner Monatslegung und außerdem den Link zur Übersicht aller Karten, die wir hier einsetzen. Und fünf der Stäbe zeigt sich. Da unten steht Übersicht aller Tarotkarten. Das ist, wenn du unter dem Video auf Mehr ansehen klickst, klappt sich da was auf, klappt sich ein Text auf. Klappt ein Text auf und da steht dann Übersicht aller Tarotkarten. Da ist ein Link, einfach draufklicken und dort findest du auch den Radiant Rider-Waite Tarot aufgelistet. Radiant geschrieben. Der ist auch dort. Und dann kann man das erwerben, falls man sich das ebenfalls zulegen möchte. So, schauen wir mal. Wassermann. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. So, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor, Wassermann? Gericht. Acht der Schwerter. Acht der Kelche. Der Wagen. Königin der Schwerter. Die erfahren hier etwas, das sie in einen Schock versetzen wird und dann Abgang. Abgang. Aber sowas von. Dieser Mensch erfährt hier etwas über dich und denkt sich, fertig, ich gehe. Die erkennen hier etwas und dann gehen sie. Oh je. Nicht vergessen, gell, das sind Kollektivlegungen. Es kann nicht für jeden Einzelnen zutreffend hier sein. Ja, fünf der Schwerter, zehn der Stäbe, gut, du bist auch fertig mit ihnen. Okay, gut, könnte auch alle betreffen, ist gut. Es wäre jetzt Glück gewesen, wenn bei dir hier positive Gefühle für diesen Menschen da wären, aber du sagst nur, ey, sollen die doch gehen, die sind eh nur noch eine Last für mich, ja. Du hast das schon längst zurückgelassen, diesen Menschen. Du empfindest diesen Menschen nur noch als Belastung, Wassermann. Und es ist dir nur recht, wenn sie hier sagen, ich will hier doch nichts tun. Page der Münzen hier und Ass der Kelche, die wollen hier neue Menschen kennenlernen, neuen Menschen ein Angebot machen, neue Menschen daten. Hä? Das hier ist die Datingkarte und das hier ist frischer Start sozusagen, woanders. Gut, wünsche mir alles Gute. Was wird passieren? Der Gehängte und Rat des Schicksals. Du bleibst hier hängen, Wassermann. Gib mir einen Moment. Wassermann, du wirst dich jetzt hier übers Wochenende fragen, ob du hier falsch investiert hast in diesen Menschen. Beim Gehängten geht es immer um Kompromisse auch. Ja? Welche Kompromisse ist man bereit einzugehen? Und dabei geht es normalerweise um Münzen. Und Münzen stehen für, ich liebe dich, du liebst mich, ich bin für dich da, du bist für mich da, in 2 Jahren will ich da sein mit dir, du willst da sein mit mir, hä? Solche Dinge. So, dass diese Festigung da, die überdenkt man. Und du überdenkst jetzt hier das, was du in diesen Menschen investiert hast. Was du investiert hast, sind Stäbe. Das heißt, du hast hier Last auf dich genommen, die keinen hier weiterbringen kann, die euch niemals weitergebracht hätten und die euch nicht weiterbringen. Stattdessen hätte man hier Münzen eben geben sollen. Hä? Zeit, Geld, Festigung, Vertrauen, Treue, solche Dinge. Und du wirst jetzt hier zur Erkenntnis dann kommen, dass du hier das Falsche gegeben hast. Und gleichzeitig wirst du dir auch überlegen, ja, will ich denn überhaupt das Richtige diesem Menschen geben? Das, was ich eigentlich hätte geben sollen. Dein Gegenüber wird jetzt übers Wochenende eure Verbindung dem Schicksal übergeben. Die gehen jetzt hier, wollen neue Bekanntschaften machen, wie auch immer sie das machen wollen, vom Fenster raus mit dem Nachbarn, keine Ahnung.
Landen übrigens etliche bei mir, die, die mit den Nachbarn angebandelt haben. Passt auf, Leute. Ist dann nicht so einfach danach. Aus den Augen, aus dem Sinn ist dann nicht mehr so einfach. Niemals mit dem Fitnessstudio-Besitzer, niemals mit dem Nachbarn, möglichst nicht am Arbeitsplatz, okay? Damit man sich schnell lösen kann. Dein Gegenüber, Wassermann, übergibt diese Verbindung dem Schicksal und möchte hier lieber mal abwarten und schauen, was passiert. Und ich denke, es könnte dann durchaus sein, dass von deiner Seite aus etwas passieren wird, ja? Wenn du dich dann dazu entschieden hast, hier doch was zu geben, dieser anderen Seite. Die Tageslegungen werden ab jetzt in einer anderen Form sein. Die werden nicht mehr so sein und auch ohne Fortsetzung werden sie ab jetzt sein. Sie werden ab jetzt ohne Fortsetzung sein. Entschuldigung, ich kann nicht mehr reden. Die Wochenlegungen, Monatslegungen, Jahreslegungen, zweiwöchigen Legungen, diese bleiben genau gleich wie bisher. Nur die Tageslegung werde ich ab Sonntag in einem Video durchführen. Da werde ich dann alle Sternzeichen anschauen. Dann gibt es keine Fortsetzung bei den Tageslegungen. Das heißt, heute ist das zum letzten Mal in dieser Form. Ich werde jetzt hier in der Fortsetzung von Widder bis Fische bei allen Sternzeichen nachschauen, wie sie zu dir stehen und was vom 10. bis 12. April zwischen euch passieren wird. Dabei kannst du dir dann Mond, Venus, Aszendent sowie Sonnenzeichen deines Herzensmannes, deiner Herzensdame anschauen und die Informationen dann als Ergänzung zu dieser Legung hier nehmen. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut.